Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 4. August 2022 am Nachmittag. Und es hat schon ein bisschen Überwindung gekostet, bei 33 Grad jetzt hier rauszugehen. Aber ich habe mir gedacht, ein bisschen Fahrtwind kann nicht schaden. Hier der Blick über den Campo Internacional, die Dünen von Maspalomas. Ja, was für ein sonniger Nachmittag, sage ich euch. Es ist aber in vielen Teilen Europas ja auch so warm. Ich habe gehört, in Deutschland ja auch. Also jammern wir nicht. Einmal ist es zu warm, zu windig, zu kalt. Und deswegen nehmen wir so, wie es ist. Ja, hier der Blick über den Campo International und Campo de Golf. Was stimmt denn nun? Die Frage kam auch wieder in den Kommentaren. Beides ist richtig. Alles, was auf der linken Seite hier ist, auf der Seite des Golfplatzes, ist der Campo de Golf. Und was auf der rechten Seite ist, ist Campo International. Also der Golfplatz und der botanische Garten und die Anlage hier, die liegt im Campo de Golf und das Faro 2. Und ja, die anderen Anlagen, Sonora Golf, Colorado Golf, Albaricoques, die liegen im Campo International. So, hier der Blick in die Berge. Man sieht auch ein bisschen was. Es ist in der Sonne schon ein bisschen warm. Also jetzt in der blanken Sonne stehen, wie ich gerade. Macht nicht viel Spaß. Und jetzt geht es zu den Dünen. Ich habe es versprochen, Rio Palas. Und da komme ich gleich drauf. Ja, ich habe mal eine Frage in die Runde. Wer denn in diesen beiden Hotels sein wird in den nächsten 4 bis 6 Wochen, würde mich interessieren. Es hat einen besonderen Grund, den werde ich noch dann verraten, aber erstmal abwarten oder ich sag's euch ein bisschen später, warum, wieso und weshalb. Ja, hier angekommen am Rio Palas, auch im Verhältnis jetzt wenig Verkehr. Klar, um die Zeit sind die meisten Menschen doch eher drin, beziehungsweise im Pool in der Anlage. Nochmal den Blick hier, immer noch nicht viel Betrieb, doch jetzt liegen Handtücher hier vorne in dem Swim-Up-Pool. Ja, hier sind einige im Pool, also es ist doch ein bisschen was los jetzt hier und irgendwann liegt dieser Pool dann hier im Schatten, das dauert nicht mehr lange. Na, er weiß nicht, wo er hinfahren soll, jetzt weiß er. So, wir schauen mal ins Rio Palas. Ja, das hat einen besonderen Anlass. Wusste ich aber heute Morgen noch nicht. Ich habe heute Mittag Post bekommen. Eine E-Mail. Und zwar aus Mallorca. Aus Mallorca. Und zwar ja, von der Rio-Gruppe. Und ja, positiven Bescheid, dass ich über die Hotels, aber nicht nur über die, sondern in den Hotels berichten kann. Jetzt aber nicht als, ich sag mal, Dokumentation, sondern eben wie ich meine Videos mache. Wir haben da ein paar Mal hin und her geschrieben und jetzt gibt es nur noch 2 Fragen zu klären. Und wenn die geklärt sind, dann bekomme ich den Termin und die ersten beiden Hotels, weil ich gefragt wurde, die ersten beiden Hotels, das sind die Rio Palas Hotels. Hier Rio Palas Maspalomas und Rio Palas Meloneras. Ja, und da bin ich doch froh drüber, dass das klappt. Und freue mich drauf.
nicht nur mal so reinspitzen oder bei einem Kaffee ein paar Sachen aufnehmen, sondern ganz offiziell. Und da die Frage eben jetzt auch, was die Gäste so wissen möchten. Es wird ja natürlich auch, versuche ich die Zimmer wieder zu spiegeln, normale Zimmer, wie sie eben so sind, und die Gemeinschaftszonen und was eben alles berichtenswert ist. Und wenn jemand jetzt in den nächsten 6 Wochen, sage ich mal, hier in den beiden Hotels in einem sein sollte, kann er mir gerne schreiben. Und dann können wir da zu der Zeit dann vielleicht ein Interview machen, wenn derjenige oder die Menschen das machen möchten. Auch ihre persönliche Meinung dann einspielen. Ich möchte das ein bisschen vorbereitet haben. Mal sehen, wie es wird. Jetzt erstmal einen Anfang machen, mal ausprobieren. Und dann sehen wir weiter. Und hier riecht schon so gut. Hier riecht es nach Kaffee. Aber auch nach irgendwas Süßem. Hier in der Cafeteria und dem Minimarkt. Da schaut es immer lecker aus, sauber. Eisspezialitäten, Kaffeespezialitäten und ein kleiner Supermarkt mit dabei. Da kann man auch mal ein Fläschchen kaufen. Ja, es gibt ja auch Fragen, die gestellt werden möchten, die man wissen möchte. Und diese Fragen können wir in dem Zusammenhang dann klären und besprechen. Ja, wie immer ein wunderbarer Moment, ein wunderschöner Blick hier. Ich werde das auch so machen, dass ich das nicht in den Kommentaren direkt besprechen werde, sondern über E-Mail einfach eine E-Mail-Adresse angebe und dann. Ja, wunderschön, wie immer. So. Ja, man hört hier alle Nationalitäten. Ja, der Weg, ob ich nicht mal hier den Dünenweg lang gehen möchte. Nein, jetzt im Moment auch nicht. Das ist mir jetzt ganz einfach auch zu warm. Das können wir mal auf die andere Jahreszeit verschieben. So, und heute Morgen könnt ihr euch daran erinnern. Da stand ich irgendwo da unten. Ich zeig's euch gleich. Irgendwo da und habe dann gesagt, vielleicht stehe ich heute Nachmittag oben und schaue runter, und genau das mache ich jetzt, die andere Richtung. Ja, es geht auch gerade noch mit dem Wind, hier ist immer ein bisschen Wind, das ist auch angenehm so. Herrliches Fotomotiv, und hier sieht man auch noch einen Siegel. So, und damit ihr mal seht, wer hier redet. Nein, ich zeige euch nicht die Leute einzeln.
Aber hier sind alle Nationalitäten. So, hier nochmal der Blick in die andere Richtung. So, jetzt geht's wieder zurück. Ich nehme den gleichen Weg. Ja, das ist die Realität heute an einem Nachmittag unter der Woche im August. So, und hier ist auch richtig was los in dem Café. So, und das wäre jetzt immer wieder schön, mal ins Hotel reinzugehen, aber wie gesagt, jetzt wird das vielleicht auch möglich werden. Ist ja ganz klar, dass man beim Filmen nicht den Hotelbetrieb stören möchte und auch nicht die Gäste. Aber ich glaube, das kriegen wir hin und wir werden das Ganze auch in Deutsch und in Spanisch machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man in der Landessprache darüber berichtet. So, ich gehe wieder hier zu meinem Parkplatz und dann geht es noch eine kleine Runde weiter. So, aus besonderem Anlass und auf mehrmaligen Wunsch fahre ich auch mal die Calle Lisboa entlang. Ja, viele haben schon danach gefragt. Das ist ja auch eine der beliebtesten Mietanfragen in Playa de Ingles, hier in dieser Straße. So, ich mache mich eben noch fertig und jetzt geht's hier direkt hinein. Calle Lisboa, da geht die Calle Roma ab und das sind hier Sackgassen, die gehen einmal hier im Kreis und für denjenigen, der hier was zum Mieten sucht, der kann dann anhand von den Straßen und den Hotels dann auch mal im Internet nachschauen. Hier zum Beispiel Calle Roma, Calle Bremen, wir fahren jetzt in die Calle Roma rein, hier ist das Dunasol, Privathäuser hier rechts. Ja, ihr habt es sicher gehört, da hat das Telefon geklingelt, habe ich jetzt zurückgerufen. Ich kannte dann die Nummer und zwar mein Möbelgeschäft oder ein Möbelgeschäft in Arginegin. Muebles Bais. Es geht um einen Einbaukühlschrank, den man gar nicht so leicht bekommt. Ich habe angerufen, es gibt da eine Mitarbeiterin, eine Deutsche, die Karin, und die hat sich sehr viel Mühe gegeben, das passende Modell mit den passenden Maßen zum Einbauen zu bekommen. Und ja, ich habe die Beschreibung bekommen, habe mir das im Internet angesehen und schon kann man ihn bestellen. So, nochmals hier diese Straße, immer wieder beliebt bei den
Touristen und Langzeiturlaubern, aber auch bei den hier lebenden Menschen. Da ist die Anlage Paraguay dann ganz bekannt, Club Canario. Costa Rica die Anlage. Und hier links ganz modern aufgepeppt. Alhambra. Schaut euch das mal an, wie schön das gemacht ist, mit Aufzug hier. Alhambra, schau ins Land reisen. Tam Resorts. Ja, das ist ein Veracruz hier auf der linken Seite. Das sind die beliebten Bogota, die beliebten Anlaufpunkte hier in der Gegend. Und dann die erste Reihe, das ist ja die zweite Reihe hier, Arcoiris. Ich bin ja damals kurz vor ein paar Tagen hier gewesen. Arcoiris 1, 2, Patricio haben wir vor der anderen Seite gesehen. Also immer beliebt die Gegend hier und es gibt viele Fragen und anhand vom Stadtplan kann man sich ja auch hier ein bisschen orientieren und dann mit den Namen der Apartments und Bungalows dann vielleicht auch weiterkommen. Hier Nogal und da grüße ich dann die Jeanette und den Hans. Und vor allen Dingen ruhig, keine große Verkehrsbelästigung. So, Arcoiris, Don Palomón. Arcoiris 6. Sieben. Und dann ist hier Casas Pepe, das haben wir ja schon oft von der anderen Seite gesehen. Und hier gibt es ein gutes Frühstücksbuffet von 8 Uhr bis 10.30 Uhr, auch für Nicht-Gäste der Anlage. So, und dann geht es jetzt wieder in die andere Richtung. Apartamentos Peru, Guadiza, Atlantic Sand Beach, Atalaya, also alle bekannten Namen hier oder für euch bekannte Namen. Apartamentos Sandra. Und jetzt kommen wir schon wieder Richtung Sita. So, und das war es dann auch schon. Hier geht es jetzt Richtung Jumbo-Zentrum. Und da verabschiede ich mich dann. Thank you.
So, hier, der Dragon Club und da vorne ist schon das Jumbo Center. Ja, auch das Touristeninformationsbüro wird bald im neuen Glanze erstrahlen. Da ist noch ein bisschen Baustelle, aber ich nehme an, die werden auch bald fertig sein. So, und hier ist jetzt Schluss für heute am Minigolfplatz Jumbo-Zentrum. Und ich sage bis zum nächsten Mal, hasta luego, macht's gut und bis zum Wettervideo morgen.